Moin Moin, Hauke Harder hier wieder von der Buchhandel Almut Schmidt bzw. Leseschatz. Erling Kagge ist ein Abenteurer, Philosoph, philosophierender Abenteurer, der auf dem Mount Everest war, sowie auch die beiden Pole bereist hat und bei diesen Reisen den Fragen nachgegangen ist, was bedeutet uns Stille, wo kommt Stille her, was ist Stille? Er hat dieses unglaublich tolle Buch, ein Wegweiser so genannt, Stille herausgebracht, was jetzt im Deutschen herausgekommen ist. Ein Buch, was sich lohnt zu lesen. Ich möchte bitten, alle dieses Buch zu lesen, endlich mal wieder einzukehren und zu fragen, was ist Stille, was bedeutet mir Stille? Weil wir sind ja alle heutzutage so abgelenkt durch die, besonders durch die modernen Medien, dass man es kaum aushält, still zu sein. Was heißt Stille? Stille ist einfach ein Ausbleiben eines Geräusches, eine Stille halten, ein in sich kehren. Man kann es fast schon als Meditation betrachten. Aber Stille bedeutet nicht, man ist abhängig vom Umfeld. Ich kann auch eine Stille finden, während ich zum Beispiel laute Musik höre, während ich arbeite, während ich Auto fahre, während ich auf dem Mount Everest kletter, etc. Die Stille ist ein Moment, den jeder für sich selber finden kann, finden sollte, damit man wieder auch ein Bewusstwerden schafft. 33 Beispiele, 33 Punkte geht Kagge in diesem Buch nach und beschreibt uns Situationen, die er erlebt hat, Situationen, die wir alle erleben können und herbeizaubern können und wieder Stille entdecken dürfen und sollen. Er zitiert Oliver Sacks sowie auch Heidegger etc. Es ist ein tolles Abenteuer, ein tolles philosophisches Buch, was ich mit Begeisterung gelesen habe. Es macht auch schon Spaß, in dem Buch zu blättern, weil es auch mit Fotos von ihm bzw. Fotos illustriert sind. Es ist auch von Umschlag her unglaublich toll gestaltet, sodass man dieses Buch immer wieder gerne in die Hand nimmt und auch selber ins Grübeln kommt und versucht, seine Stille zu finden. Für mich war es ein bedeutender Text. Es hat mir wieder beigebracht, die Stille immer wieder zu finden und auch ein bisschen zu sich selber zu reduzieren. Stille, es gibt zum Beispiel auch Raja-Yoga, eine Art, dass man mit offenen Augen meditieren kann. So ist dieses Buch ja auch. Also das heißt, die Stille finden, wie ich schon eben gesagt habe, während um mich herum alles tobt. Die Essenz des Buches werde ich gleich kurz darstellen. Ich wünsche viel Spaß. Hauke Harder von der Buchhandlung Schmidt bis zum Leseschatz. Tschüss, bis bald. Oh.